Werdet euch jetzt wahrscheinlich, gut, den meisten fällt es gar nicht auf, aber ich bin Level 48, habe 118.000 auf dem Konto und ich habe keinen Kredit mehr im Moment am Laufen. Was daran liegt, ich wollte mal einen Mod ausprobieren, habe ich getan, war aber so schlau, habe in dem Moment nicht drüber nachgedacht, eventuell ein anderes Profil dafür zu nehmen, habe es einfach mit dem Profil gemacht. Und ja gut, weil ich ein bisschen Gefallen dran gefunden habe, dachte ich mir, komm, wenn du jetzt schon ein bisschen gecheatet hast, dann cheatest du jetzt so weit, dass du den Kredit abbezahlen kannst und ja, hab halt jetzt noch ein bisschen auf dem Konto. Ich glaube aber, dass es tatsächlich gar nicht so immens ist, also ich habe halt immer noch viel vor mir, wenn ich was erreichen will, ne? Scania ist geil, aber stärkste Scania-Version vom Motor her sind 730 PS und Volvo hat einfach mal 750, das sind 20 PS mehr und die will ich haben. Das Ding ist einfach nur, ich überlege, ich würde jetzt gar nicht den nehmen wollen, ich würde den Vorgänger nehmen und mit den umbauen, glaube ich. Ausführung ändern, wenn ich mir den jetzt mal nehme. Nehmen auf den jetzt auf jeden Fall. Kaufen. LKW ist gekauft. Leider verfügst du in deiner Garage über keinen freien Platz. Haha. Leck mich am Arsch. Sonst ist es wieder zusammengebaut. Nein, oder? Doch. Kann ich den nicht speichern? Ich will halt auch nicht. Leck mich am Arsch. Ich fahre erstmal ganz normal mit meinem. Wir fahren jetzt nach Magdeburg oder irgendwo gleich. Eigentlich nach Dresden, wo du bist. Dann hole ich mir diese beschissene Garage. Und dann baue ich mir den LKW nochmal. Ich will dann immer noch was über haben, rein theoretisch. Laut meiner Rechnung. Ich müsste nur für den eigenen Auflieger, den ich. Wobei ich hab ja eigentlich erstmal meinen Auflieger. Ja, ach nee, hab ich nicht. Weißt du was der an Bridgefrist hält? Sehr wahnsinnig. Ich guck auf die Tankanzeige. 36, 35, 34, 33, 32, 31, aktuell. Ja, es sind halt, ne, 750 PS. Unfall. Nein. Nein! Warum? Fix oder Krankenwagen?
Ja, ich bin mir da noch nicht ganz so sicher. Ach, mit V gehen die Differentiale an. Aber da macht er nichts mehr. Nee, da kann ich wohl mal ganz geschmeidig Abschlepper rufen. Was hast du gemacht? Mich auf die Seite gelegt. Also auf eine Leitplanke habe ich mich abgelegt. Das nenne ich mal Kunststück. Ja, so, Dienstleister zur Werkstatt. Werkstatt abschleppen. Ja, okay. Dann bist du schon im Fieber. Nö. Nee, bei weitem nicht. Halt an! wenn man es eilig hat, ne? So, 180.000. Ja, her damit. Endlich! Nee, ja, stimmt, genau. Du tust den nur der Garage zuweisen. Endlich. Wobei ich ihn ja eh gleich wieder abstelle, weil Eggy ja keinen eigenen hat. Alter, aber da, doch. Alter, das kommt gut hin. Aber aus vielen Blickwinkeln betrachtet ist mein Dach vom LKW nämlich auch lila und passt zu dem Dach vom Auflieger. Nicht schlecht. Also allgemein, Alter, doch, das passt. Richtig geil. Ich tank hier mal zwischen. Der Tank, der macht nicht alle. So, ich bin da. Soll ich denn mal mich in Bewegung Ja. setzen? Da kommt die Moin noch. Ich würde sagen, du Okay. bleibst vorne, weil du langsamste. Sonst fahren wir dir wahrscheinlich noch weg. Ja, ich Zumindest habe nur in der noch Beschleunigung. 420 PS. Wie viel? 420 PS Motor, Ja, oder? das War ist einiges. immerhin mehr. Ah, ne, ich hatte 440 in meinem letzten MAN. Dann gebe ich mal das Tempo an, Jungs. Ja. Der war eine gute Fahrt. Tschüss, Dresden. So, ich habe gerade mein LKW nochmal repariert. What the fuck, jetzt bin ich an der Markierung vorbeigefahren. Bin in der Firma drin und weiß nicht, wo ich sie abstellen soll. Wow, 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 wow! Nein. Du hast schlecht gebremst, hä? Bitte nicht, Alter. Lass mich jetzt rausgucken und lass mich nicht auf der scheiß Leitplanke stehen. Doch. Ich hab's nicht. Alter, auch noch genau zwischen zweien. Der LKW ist oder Leitplanke? Leitplanken. Warum machst du sowas? Ich hab gebremst. Ich hab den Retarder reingehauen. Das war nicht so geil. Weil er dann zu stark gebremst hat oder ausgebrochen ist oder was. Ich muss echt sagen, der ist bei mir jetzt noch nie ausgebrochen. Vielleicht wurde ich die Futter doch Oh. Aufliegerschaden 4%. Ja, 4. Aber verarscht.
Ja, da hilft jetzt wahrscheinlich nur noch abschleppen. Voller Rabensack. Weil alles andere macht nur noch weiter kaputt. Ja, okay. Ja. Wie ich gesagt habe, ich habe 27.000 bekommen. 20 habe ich geschätzt. Ich habe den Hänger abgekuppelt und krieg den jetzt nicht mehr dran, ne? Wenn ich jetzt abschleppe, was passiert mit dem Auflieger? Zurückgesetzt werden. Zu der Zentrale? Ich hoffe nicht. F7. Dienstleistung. Auflieger zurückschicken, in der Werkstatt abschleppen. Ja, und vielleicht schleppen sie mit. Hoffe ich. Auf jeden Fall schleppt er mich dahin, wo ich hin muss. Ja, in Köpping oder so nicht. Mhm. Ja, Auflieger ist mit. Oh, Glück gehabt. Irgendwann finde ich da mal Zeit für. Weil im Moment ist so, wenn ich mal echt Zeit habe zum Nichtstun, dann tue ich auch nichts und hau mich einfach aufs Sofa oder hier vom PC und glotz selber irgendwelche Videos, um mal eine Runde zu entspannen. Das kenne ich auch mehr. So, ich kaufe die jetzt. Ich nehme jetzt Bank, 100.000 Kredit. Oh, warte mal, warte. Brauche ich überhaupt 100.000? Ja, doch, brauche ich. Ja, so. Ich kann immer noch 10.000 nehmen. Achso, weil ich schon 12.000 zurückbezahlt habe. Mach das mal bitte. Ja. Ich will ja auch. Ich will ja auch. So ist nicht. So, Garage kaufen. Ich habe mir die Garage gekauft. Jetzt habe ich wahrscheinlich gleich kein Geld, um mir meinen Auflieger hier hochschleppen zu lassen. In Jahrenköpping, oder? 104. Ja, da muss ich noch ein bisschen was machen. Ja, wenn du das mit den großen Anhänger haben willst und Reifen und ja. Soll ich schon aufladen gehen? Ja, ich habe mich nur gerade verfahren. Scheiße, ich hänge hier auf der Autobahn, Auffahrt und komme nicht weg. Weil hier gerade voll Verkehr übertrieben. Ich glaube, jetzt kann ich. Jetzt dürfte ich keinen mehr nerven, wenn ich hier renne. Nicht das Schild. Ich sperre mal die Straße, ich bin da nicht lange. Die haben alle Zeit dafür. Gerade ziehen und dann voll einschlagen. Ja, also irgendwie aus irgendeinem Grund bin ich komplett falsch gefahren, Alter. Ich hätte nur 1 Kilometer gemusst zum Ladeort. Seriös?